Mama? Eigentlich hättest du doch wohl Kunstreiterin werden müssen. Warum steckst du mich in diesen Jungskittel? Warum machst du keine Dame aus mir, Mama? Möchtest du es? Nein, nein! Oh, nicht doch, Effi. Nicht so wild. Nicht so leidenschaftlich. Ich beunruhige mich immer, wenn ich dich so sehe. Guten Tag, Frau von Briest. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Guten Tag. Nett, dass ihr Effi Gesellschaft leisten wollt. Wir wollten sie nicht vertreiben, Liebe Frau. Ich habe ohnehin noch zu tun. Und junges Volk ist am liebsten unter sich. Gehabt euch wohl. Und wir haben sie doch vertrieben. Ach wo? Sie erwartet Besuch. Herzlich willkommen, lieber Herr von Innstetten. Guten Tag, Herr von Briest. Bitte. Effi! Kommen Sie, Baron. Nehmen Sie Platz. Eine Sumatra? Schönsten Dank. Effi, der Baron ist längst da und du bist doch in deinem Kittel. Wie heftig Zeit. Warum kommt er auch so früh? Kavaliere kommen nur zu spät, aber noch weniger zu früh. Verzeih, gib mir 5 Minuten und du wirst sehen. Es ist am Ende das Beste, du bleibst, wie du bist. So? Ja, bleib so. So siehst du unvorbereitet aus. Und darauf kommt es jetzt in diesem Augenblick an. Ich muss dir nämlich sagen, meine süße Effi. Ich muss dir nämlich sagen, dass... Aber Mama, was hast du denn? Ich muss dir nämlich sagen, dass Baron Innstetten soeben deine Hand angehalten hat. Im Ernst? Das ist keine Sache, um einen Scherz daraus zu machen. Er ist zwar älter als du, was alles in allem ein Glück ist, dazu ein Mann von Charakter, von Stellung und guten Sinn. Und wenn du nicht Nein sagst, was ich mir von meiner klugen Effi kaum denken kann. So wirst du mit 20 Jahren dastehen, wo andere mit 40 stehen. Hm? Du wirst deine Mama weit übertreffen. Es freut mich sehr, Baron. Meine liebe Effi. Na, Kinder, es ist nun also beschlossen. Glück wünschen, nun, das will ich von ganzem Herzen. Ob es sich aber auch einstellen wird, das, meine lieben Kinder, liegt bei euch. Denn das Glück, das ist ein weites Feld. Ein Wort noch, ein Wort sozusagen zur Familienrangliste. Briest. Nein, Liese, ich finde immer, Ordnung muss sein. Und das du allein machst nicht. Es bleibt also verbindlich bei Mama. Und was mich betrifft, ich verzichte auf den Ehrentitel Papa und begnüge mich der Kürze halber mit dem einfachen Briest. Einverstanden. Nun ja, unsere Kinder, sagen wir, Effi ist Effi und Gerd ist Gerd. Zu viel Briest. Wobei mir einfällt, Gerd, das bedeutet der schlank aufgeschossene Stamm. Effi ist dann also der Efeu, der sich um den Stamm ranken kann. Sprich, was du willst. Nur poetische Bilder, wenn ich dich bitten darf. Lass beiseite. Das liegt jenseits deiner Sphäre. Möglich, dass du recht hast, Luise. Ich weiß, lieber Innstetten, so ein Landrat im Pommerschen mag herrschen, so viel er will. Meine Passion ist das nicht. Man hat, pardon, dabei immer bloß Sinn und Blick für hohe und höchste Vorgesetzte. Effi, komm! Hier lebe ich so frei weg und freue mich über jedes grüne Blatt und den Efeu und den wilden Wein. Effi, komm! Gewiss, lieber Briest, jedem das seine.
Wie ist sie eigentlich? Ach, ganz gut. Ist er denn der Richtige? Jeder ist der Richtige, wenn er von Adel ist, eine Stellung hat und gut aussieht. Komisch. Früher sprachst du ganz anders. Effi! Wenn du wissen willst, ob ich glücklich bin. Ja, ich bin glücklich. Und es ist ja gar nicht ein bisschen genannt? Ein bisschen schon. Aber nicht sehr. Reich gesät sind doch die Talente in unserem Staat. Ein Triumph unserer Schule. Mehr noch unserer Philosophie, lieber von Hülsen. Erzähl mir von Kessin. Hat es eine Garnison? Gibt es Bälle und Redouten? Bist du so vergnügungssüchtig? Ich bin für Reichtum und vornehmes Haus. Für Glanz und Ehre und für Zerstreuung. Hörst du, was ich nicht ausstehen kann, ist Langeweile. Und für Zärtlichkeiten und Liebe bist du nicht? Ach, Gerd. Wie kannst du fragen? Danke, Wilke. Gefällt dir, Effi? Du willst fragen, wie mir die ganze Geschichte gefällt. Nun also, gefällt sie dir? Ich weiß es nicht. Mit all seinen Vorzügen ist Innstetten schwerlich der Mann, sich Effis Liebe mit leichter Manier zu gewinnen. Du hättest Vetter Dagobert die größeren Chancen eingeräumt? Da irrst du, Brüß. Außerdem habe ich sie natürlich längst gefragt. Nun und? Kadett in Leutnantsuniform, nannte sie ihren Vetter. Na, dann ist doch alles gut, Louise. Ja, das ist das Priest. Unsere Effi ist Baronin von Innstetten. Danke, Kose. Es wird das Beste sein, denke ich, ich stelle dir gleich hier unsere Hausgenossenschaft vor. Das ist mein guter alter Friedrich. Wir waren schon zusammen auf der Universität. Gute Zeiten damals, was, Friedrich? Oh ja. Willkommen, Frau Baronin. Und das ist Johanna. Willkommen, Frau Baronin. Und für unser leibliches Wohl sorgt Christel. Ich kann dir versichern, sie versteht sich aufs Kochen. Ach, Herr Baronin. Na, nicht so bescheiden. Und das ist Rollo, der Wächter des Hauses. Und jetzt wollen wir einen Tee nehmen. Denn trotz aller Plates wirst du im Wagen gefroren haben. Ist der Tee zubereitet, Johanna? Alles fertig, Herr Baron. Was ist denn das, Gerd? Ein Krokodil. Und das ist ein Haifisch. Du so fürs Exotische bist, Gerd? Ich eigentlich nicht. Aber Kapitän Thompson, dem das Haus gehörte, war es gewiss. Kapitän Thompson? Kapitän Thompson war ein sogenannter China-Fahrer mit Reisfracht zwischen Shanghai und Singapur.
Eines Tages verkaufte er sein Schiff und setzte sich hier mit seinem chinesischen Diener zur Ruhe. Aber zum Fürchten ist es doch. Na, dann haben wir Gott sei Dank noch unseren guten Rollo. Ist dein Zimmer. Friedrich und Johanna haben es nach meinen Anordnungen hergerichtet. Wie du mich verwöhnst, Gerd. Der wunderschöne Flügel. Und der Teppich. Ich glaube, es ist ein türkischer. Ja, das musst du dir nun schon gefallen lassen. Schönen Blumen. Ja, meine liebe Effi, daran bin ich unschuldig. Friedrich? Nein, nein, ich will selber herausfinden. Dr. Alonso Gieshübler. Ja, Effi, das ist nun der erste meiner guten Kessine. Apotheker Dr. Alonso Gieshübler. Ja, warum? Ist es gut, Friedrich? Übrigens, wie ich Gieshübler kenne, wird sein Besuch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Du machst mich gespannt. Wenn sich alle so hübsch einfühlen wie dein Alonso. Gott, ist der Name komisch. Zugegeben sein Name, aber das wird er dir überzeugend erklären. Was übrigens Leute von Familie angeht hier in Kessin, da fürchte ich, wirst du großen Enttäuschungen entgegengehen. Ja, aber ihr seid doch beinahe 3000 Menschen in der Stadt. Darunter muss es doch Honoratioren oder dergleichen geben. Honoratioren kannst du haben. Den Prediger, einen Amtsrichter und den Rektor. Den Lotsenkommandeur hätte ich beinahe vergessen. Aber bei Licht besehen ist nicht viel damit. Gute Menschen, schlechte Musikanten. Das kann ich einfach nicht glauben. Ich sagte dir ja, nach dieser Seite hin wirst du von Kessin enttäuscht sein. Ja, letzten Endes bleiben uns nur der gute Gieshübler. Und eine Handvoll Adliger auf den umliegenden Gütern. Na siehst du, das ist doch wenigstens etwas. Morgen, Herr Landrat. Morgen. Nette Frau haben befohlen. Ach, Johanna, ich glaube, ich habe tüchtig verschlafen. Sicher ist es schon über 9. Nach der langen Reise, gnädige Frau. Nein, nein. Wo die Leute den Morgen verschlafen, da gibt es den ganzen Tag keine Ordnung mehr.
Sicher hat der Herr inzwischen allein gefrühstückt. Nicht doch, gnädige Frau. Der Herr Landrat sind zwar schon im Amt drüben. Ist er immer so früh auf? Ja, darin ist er streng. Und wenn er sein Zimmer betritt, dann muss der Ofen warm sein. Und der Kaffee darf auch nicht auf sich warten lassen. Aber heute wollte er sich's nicht nehmen lassen, mit der gnädigen Frau gemeinsam zu frühstücken. Er wird gleich hier sein. Ach, dann wollen wir uns beeilen, Johanna. Ach, Johanna. Ich habe mich die ganze Nacht ein wenig geängstigt. Es war da so ein sonderbarer Ton über mir. So ein Schleifen. Das ist im Saal oben. Früher haben wir es in der Küche auch gehört. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt. Ein Saal? Mhm. Zeige mir, Johanna. Ja, gern. Jetzt gleich? Warum nicht? Das ist er, der Saal. Ist alles etwas mulmig und stockig, gnädige Frau. Darum stehen auch immer die Fensterflügel ein bisschen auf. Und die Gardinen, die schurren dann über den Boden. Sehen Sie, so. Was ist denn das? Das ist unser Chinese. Christel und ich haben ihn hier angeklebt. Zur Erinnerung an den richtigen Chinesen, der hier mal gewohnt haben soll. Was in diesem Zimmer hier? Er war Diener bei Kapitän Thompson. Und als die Nichte vom Kapitän heiratete, hier in dem Saal, da hat sie zuletzt mit dem Chinesen getanzt. Und dann hieß es plötzlich, sie sei fort. Nach 14 Tagen ist hier der Chinese gestorben. Niemand weiß, was da vorgefallen ist. Der Kapitän hat ihm ein Grab gemacht. Ja, ja, es ist gut, Johanna. Der gnädige Herr wird gleich da sein. Ja, gnädige Frau. Herr Baron. Was? Rollo? Schon, sagst du? Natürlich, um mich zu verspotten. Aber wo wäre ich das, Effi? Es ist wahr, Gerd, ich bin nicht sehr pünktlich. Aber eine Langschläferin bin ich nicht. Aber gut geschlafen hast du doch. Nein, Gerd. Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht. Und es war mir, als ob ich Schuhe oben über den Dielen schleifen würde. So, als würde oben getanzt werden. Und stell dir vor, plötzlich bildete ich mir sogar ein, ich hörte Musik. Das sagst du sehr selbst, Einbildungen. Nein, ich sag, es waren die langen Gardinen, oben im Saal, die bei offenem Fenster über die Dielen schleifen. Das klingt dann wie Adlerschuhe. Was weißt du denn von dem Saal? Ich hab's von Johanna. Ich denke, wir machen mit den Gardinen einen kurzen Prozess und schneiden sie etwas kürzer. Oder wir schließen wenigstens die Fenster. Ja, wie du meinst, machen wir sie ein wenig kürzer. Aber ob das hilft? Übrigens, ich müsste mich sehr irren, wenn nicht Gieshübler gegen Elf hier antritt.
Guten Tag, Herr Apotheker. Guten Morgen, lieber Friedrich. Ja, der Herr Landrat und Sie, meine liebe gnädige Frau, da sind, das bitte ich sagen zu dürfen, zwei liebe Menschen zueinander gekommen. Denn wie Ihr Herr Gemahl ist, das weiß ich. Und wie Sie sind, meine gnädigste Frau, das sehe ich. Doktor, Doktor, wenn Sie mich nur nicht mit so freundlichen Augen sehen, ich bin noch sehr jung. Sagen Sie mir nichts gegen die Jugend. Selbst in Ihren Fehlern ist sie noch schön. Und das Alter? Auch in seinen Tugenden taugt es recht wenig, um genau zu sein. Gar nichts. Der Mut ist weg. Das Vertrauen zu sich selbst. So wagt man kaum eine Dame zum Tanz aufzufordern. Und warum? Weil man ihr eine Verlegenheit ersparen will. Jetzt machen Sie uns Frauen schlechter, als wir sind, Doktor. Aber was das Tanzen angeht, ich würde zu gern wissen wollen, ob man das in Kessin auch kann. Nun, mit allem Anstand gesagt, da haben wir den Silvesterball und natürlich die Fastnachtsreduten im Ressourcensaal. Das ist wenig, Doktor. Ich räume es ein, sehr wenig. Die Badegäste allerdings, es sind rund 1500 im Jahr, behelfen sich mit allerlei Amüsements außer der Reihe. Da sehen Sie es, wie jung ich bin. Jung und unvernünftig. Wir sind schon bei den Amüsements angekommen. Wer hätte mehr Recht darauf als Sie, meine liebe, gnädige Frau? Aber nun entschuldigen Sie mich bitte. Die Apotheke wartet. Effi! Gut, Gerd. Gut, dass du da bist. Ist denn etwas, Effi? Tausendmal weiß ich, dass es Unsinn ist, aber ich ängstige mich. Bei der Gardinenschleppe oben? Ich verspreche dir, wir schneiden sie ab. Radikal. Zufrieden? So. Und nun höre, unser Nachmittagsprogramm. Besuch bei den Grasonaps auf Gut Groschentin. Ist meine Effi einverstanden? Und ob ich das bin? Aber spann deine Erwartungen nicht zu hoch. Effi, Pflichtvisiten haben auch ihre anstrengende Seite. Ich kleide mich um. Und Kruse wird anspannen. Kruse! Wissen Sie, meine teuerste Baronin, wir hier oben schätzen das, was man Berliner Schule nennt, nicht sonderlich. Warum auch? Nicht wahr, Mama? Ja, warum sollten wir? Sinn für Äußerlichkeiten, das hat man in Berlin. Oh ja. Sowas geht meistens Hand in Hand mit einem Atheismus à la mode. Schließlich weiß man, was daraus entsteht, meine Liebe. Mein Mann sagt immer einmal im Jahr Berlin, das tut's. Ja, was uns einem dann natürlich teuer genug zu stehen kommt. Na, mein lieber Innstetten, wie wär's? Partie Tarock? Ja, wenn es uns die Damen gestatten. Gehen Sie nur. Aber machen Sie nicht zu viel Gewinn. Schuld ist wieder einmal dann tagelang Bismarck. Ach, darf ich noch eine Neuigkeit für Sie, meine Gnädigste? Der Fürst hat sich für die nächsten Tage in Varzin angesagt. Du hast recht, mein Kind. In Berlin hat man nur Sinn für Äußerlichkeit. Ja, ja, Mama, die Berliner Schule. Dankeschön. Ja, meine Herren, heute vor einem Menschenalter, am 2. Dezember, kartätschte der gute Louis die Pariser Kanaille nieder. Das sei ihm verziehen. Aber dass er dann alle Schätzungen verlor und anno 70 mit uns anbinden wollte. Heimgezahlt haben wir ihm diese Insolenz. Ja, unser guter Alter da oben, der steht zu uns. Aber meine Herren, warum so streng? Der gute Napoleon, wusste er denn, was er tat? Pardon, lieber Innstetten. Wer ist am Ende Herr in seinem Hause? Niemand. Ich richte mich bereits darauf ein, die Zügel der Regierung in andere Hände zu legen. Ach was, Innstetten. Die Rapspreise stehen miserabel.
Was das heißt, miserable Rapspreise, das merkt unser eins zuallererst. Schließlich ist der Raps unser Kapital. Mit Le Bourget stehe und falle ich. Wenn Sie beachten wollen, hier ist Le Bourget, das Einfallstor nach Paris. Und hier, wenn ich bitten darf, von Butrizki mit seinen 9 Bataillonen Garde-Infanterie. Die Franzosen frontal angreifend, aber schon stockend, angesichts der mächtigen Übermacht des Feindes. Doch nun, bitte beachten Sie, lieber Baronin, ich hier an der Spitze meiner Eskadron. Buchstäblich in letzter Minute durchzuckt es mich. Flankenangriff. Jetzt oder nie. Befehl aufsitzen, Befehl galopp. Strategischer Einfall, lieber Baron. Feind vom Süden packen. Resultat? Sieg? Sieg! Und Le Bourget war unser Hand. Oh mein Gott! Du und deine Sieg! Das war unsere letzte Visite. Gott sei Dank, die allerletzte. War es denn so schlimm? Viel schlimmer, Gerd. Langweilig. Majestät hat Baron von Grasenab den Kronenorden verliehen. Vierte Klasse zwar nur, aber immerhin. Meinst du, er hat ihn nicht verdient? Die Sonne scheint auf Gerechte und Ungerechte, meine liebe Effi. In 3-4 Jahren, Gerd, vielleicht an Kaisers Geburtstag, da wird man ihn dir geben. Und zwar erster Klasse. Ob du es glaubst oder nicht, ich glaube fest dran. Zu Hause ist zu Hause. Aber dennoch muss ich dich fragen, liebe Effi. Willst du dich einleben hier in Kessin? Richard Wagner. Und eine so ernste Frage, Herr Landrat. Erst einen Kuss, dann die Antwort. Nochmals, liebste Effi, wie wird es werden hier in Kessin? Willst du populär werden und mir die Majorität sichern, wenn ich in den Reichstag will? Oder bist du für Einsiedlertum, für Abschluss von der Kessiner Menschheit? Bei meiner Ehre, Herr Baron, mit Gieshübler steh und fall ich. Ach, Gerd, es klingt ja komisch, aber er ist wirklich der Einzige, mit dem sich reden lässt. Der einzig wirkliche Mensch hier. Und das ist er. Wie gut du doch zu wählen verstehst. Hätte ich sonst dich? Sieh mal, liebe Effi. Ach, Rollo. Sieh mal, ich wollte, wir könnten öfter solche hübschen, gemütlichen Abende verleben, aber ich fürchte, meine liebste Effi, in den nächsten Tagen und Wochen, da werde ich nicht allzu oft. Nun ja, Fürst Bismarck ist in Varzin, ganz in der Nähe. Er kennt mich von Versailles her. Die erste Einladung liegt bereits auf meinem Schreibtisch für morgen Abend. Oh, das ist ja wundervoll, Gerd. Nur, du wirst öfter allein sein. Hast du das bedacht? Aber du weißt es doch, Gerd. Eigentlich habe ich doch bloß geheiratet aus Ehrgeiz. Und schließlich ist der Fürst der Mann, der über uns entscheidet. Auch über mich. Bravo, dass du es so nimmst. Musik.
Haus. Für Glanz und Ehre und für Zerstreuung. Hörst du, was ich nicht ausstehen kann, ist Langeweile. Sie da sind, Johanna. Ist denn mein Mann noch nicht zurück? Ich doch, gnädige Frau, wenn der Herr beim Fürsten ist, da geht's schon manchmal bis zum Morgengrauen. Ist Ihnen nicht gut, gnädige Frau? Ich muss wohl geträumt haben. Mir war, als strich da was an meinem Bett vorbei. Gerade da, wo Sie jetzt stehen, Johanna. Ein Chinese war's. Ein Chinese? Wir haben doch nur den im Saal oben, den aus Papier. Es war ein Chinese. Guten Morgen, gnädiger Herr. Guten Morgen. Der Chinese oben im Saal? Mhm. Ein Unsinn. Immer dieses alberne Zeug. Schläft meine Frau noch? Ich weiß nicht, Herr Baron. Gerd! Endlich! Du darfst mich nicht wieder alleine lassen. Aber meine liebe Effi, ich lasse dich doch nicht allein aus Rücksichtslosigkeit oder aus Laune, sondern weil ich es muss. Habe ich denn eine Wahl? Ich bin in meinem Dienst. Soll ich dem Fürsten sagen, durchlaucht, ich kann nicht kommen, meine Frau? Ja, Gerd, ja. Ich sehe ein, wir wollen höher hinaus. Auf die hohe, hohe Leiter. Also abgemacht. Du nimmst die Einladung an nach wie vor und ich warte auf meinen hohen Herrn. Aber... Aber was? Nicht in diesem Haus, Gerd. Lass uns die Wohnung wechseln. Effi. Du bist Landrat. Die Leute tun, was du anordnest. Und Gieshübler wäre uns sicher behilflich. Bitte, lass uns das Haus aufgeben mit seinem Spuk und... Dem Chinesen oben im Saal. Du siehst, ich kann das furchtbare Wort aussprechen, ohne dass er vor uns erscheint. Und das Krokodil. Und dieser schreckliche Haifisch. Und die Kogge. Jetzt und... hör mir mal gut zu, meine liebe Effi. Selbst wenn ich das Haus verkaufen wollte, oder wenn ich bereit wäre, einen Tausch zu machen, es geht nicht. Es ist damit wie mit einer Absage nach Varzin. Sollen die Leute sagen, seht euch den Landrat Instetten an, er verkauft sein Haus, weil seine Frau einen kleinen, aufgeklebten Chinesen als Spuk an ihrem Bett gesehen hat. Das macht mich lächerlich. Meine Angst, Gerd, gilt die dir nicht? Ich bin überrascht. Wirklich. Du eine Briest und solche Furcht vor Spuk? Das ist ja beinahe, als stammtest du aus einem kleinen Bürgerhaus. Spuk, das ist doch ein Vorzug. Ein Vorzug wie Stammbaum und dergleichen. Meine liebe Mama, lange habe ich nichts von mir hören lassen. Gewiss habe ich viel Ursache, froh und glücklich zu sein. Dennoch
kann ich ein Gefühl des Alleinseins nicht ganz loswerden. Sobald ich kann, mache ich mich auf nach Hohengrimm und besuche euch. Wie ich mich darauf freue. Hier ist es fast immer rau und kalt. Ja, liebe Mama, du solltest mich ja hier in Kessin besuchen kommen, aber unser landrittliches Haus ist doch eigentlich ein Spukhaus. Und dann denkt der Mama, Innstetten verlangt von mir, ich solle den Hausspuk als etwas Vornehmes und Altadliges ansehen. Das kann ich aber nicht. Und ich will es auch nicht. Bitte, Innstetten darf von alledem nichts erfahren. Er ist an diesem Punkte, so gütig er sonst ist, nicht gütig und nachsichtig genug gegen mich. Wie tief ist denn der Grund? Herr Lasspiegel. Ihre Frau Gemahlin. Entschuldigung, meine Herren. Bitte sehr. Effi. Rate, was ich habe. Aber liebe Effi, du weißt, wie schlecht ich raten kann. Was ist es denn? Eine Einladung vom guten Giesübler. Er bittet uns zu einer musikalischen Soiree. Hier, lies selbst. Ja, ja. Aber hätte das nicht Zeit bis heute Abend gehabt? Ich bin im Dienst. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe mich so gefreut. Und da wollte ich gleich... Liebe Effi, der Kutscher werde ich nach Hause fahren. Kutscher! Erster Dienst, liebe Effi. Und dann das Vergnügen. Sicher werden wir die Ehre haben. Lass nur, Gerd. Du weißt, ich laufe doch gern zu Fuß. Komm, Rollo. So, zur Sache. Meine Herren, Entschuldigung. Aber bitte. Herzlich willkommen. Baronin. Guten Abend. Herr Baron. Abend, Doktor. Ich möchte Sie, verehrte Frau Baronin, gleich mit meinem Ehrengast bekannt machen. Bitte. Fräulein Marietta Pepelli, Sängerin aus Paris. Baron, Baronin von Innstetten. So viel darf ich schon sagen. Fräulein Trepelli befindet sich auf der Durchreise nach St. Petersburg. Nach St. Petersburg? Ja. Oh, wie sehr ich Sie beneide. Aber ich bitte ja, Sie. Und hier ist schon gleich die zweite Überraschung. Darf ich bitten? Frau Baron. Guten Abend. Guten Abend. Unser neuer Landwehrbezirkskommandeur, Major von Grambach, nebst Gatt. Baronin von Innstetten. Nein, das ist also das Kleinste, das war. Baron von Innstetten, unser Landrat. Krampas, Sie hier? Das nenne ich eine Überraschung. Jawohl, Innstetten, ich und kein anderer. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Kommen Sie doch hier. Oh, ja, natürlich. Ja, da gibt es viel zu erzählen. Oh, geben Sie Obacht, gnädige Frau. Dieses Sofa ist nach dem alten Versenkungsprinzip gebaut. Man setzt sich und versinkt ins Bodenlose. Allerliebste Marietta, wir hatten eine reizende Behandlung solcher Fragen. Denn was mein Sofa angeht, selbst ein Mann wie Fürst Kutschukow. Giesüblerchen, lassen Sie doch den. Sie bringen mich doch bei der gnädigen Frau in Verdacht. Fürst Kutschukow ist mein Freund, ein alter Kamerad. Aber von Kunst oder ähnlichen Dingen versteht er wirklich gar nichts. Nichts. Liebste Marietta, ich habe unser kleines Menü für 8:30 bestellt. Ja? Wir haben noch etwas Zeit. Wenn Sie es allerdings vorziehen, nach dem Essen. Giesüblerchen, Sie als Ästhet? Sie wollen einen Kunstgenuss mit vollem Magen? Nein. Erst kommt die Kunst und dann das Nusseis. Ja? Gut, ich hole sofort den Hut. Hat er eine Kunst? Ich glaube, jetzt können wir doch gespannt sein, was er uns bringen wird. Hier, meine liebe Freundin. Sehen lassen, Giesüblerchen, sehen lassen. Recht forscht die Dame, was ist denn? Künstlerin. Eigentlich heißt sie Tribble. Passage Pommersch Maria Tribble, geboren hier in Kessin. Oh, Tochter eines Pastors. So gegeben, Trippelli klingt besser. Gieshübler schickte sie zur Gesangsausbildung nach Paris. Dort lernte sie den Fürsten Kutschukow kennen. Am Ende hieß sie die Trippelli. Dem Mutigen gehört die Welt. Oh ja, was halten Sie vom Lied über den Herbst? Wenn ich ehrlich sein darf, ich kenne das Lied nicht. Umso besser. Bitte schön, meine Herrschaften, bitte schön. Nehmen Sie doch Platz. Aber gewiss, meine Liebe. Die Heide ist braun, einst braun.
Plan wunderbar. Wirklich, einfach fabelhaft, wie Sie das so machen, meine Gnädigste. Und so sicher, so bewandt im Vortrag. Nicht wahr? Umso erstaunter bin ich zu hören, dass Sie lediglich Konzertsängerin sind. Ihre Stimme ist geradezu geschaffen fürs Theater. Aber lieber Major, ich bitte Sie, das Theater. Das Theater verdirbt den guten Ruf. Das ist das Beste, was man hat. Sehr wahr. Ich glaube, es muss wundervoll sein, so herumzukommen in der Welt. Paris, oh ja. Petersburg, Rumänien. Besonders, wenn man viel Beifall bekommt. Und ja, lachen Sie nur, wenn man so alt ist wie ich und so viel herumgestoßen wurde. Na und überhaupt, unser einer wird doch belauert von hinten und vorn und oben und unten und links und rechts. Sich behaupten. Darauf läuft schließlich alles hinaus. Aber Marie. Lassen Sie mich doch, Gieshüblerchen. Sie kennen doch meine Devise. Immer frei weg. Weißt du, Gerd, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bewundere die Trippelli. Sie ist so ganz sie selbst. Und doch immerhin auch eine Erscheinung. Mich entzückt diese Echtheit. Alles ist da. Alles. Bis aufs Pünktchen überm I. Du nimmst sie als Komödie. Als was sonst. Alles berechnet. Für Fürst Kutschukow wie für Gieshübler. Ernst nimmt sie beide nicht. Wie ich Gieshübler kenne, wird er ihr bestimmt eine Stiftung machen. Meinst du? Und wie findest du Crampas? Woher kennt ihr euch? Das ist lange her. 71 vor Paris. Seinen Arm, so heißt es, zerschoss man ihm in einem Duell. Wie findest du ihn? Bei uns würde man ihn einen Damenmann nennen. Damenmann? Ja, das ist er bestimmt. Was darf ich bestellen? Herr Ober? Guten Tag. Bitte schön. Was bitte zwei bei? Kaffee und ein Bier. Ja, bitte. Bitte schön. Sie hatten die Verstorbene wohl sehr gern. Ich? Die Registratorwitwe Rode gern? Ivo, Frau Landrätin. Sie kennen mich? Ich habe mit der Alten immer von Ihnen gesprochen. Wir wohnten doch fast gegenüber. Setzen Sie sich doch. Danke. Da liegt sie nun. Und wenn man auch von den Toten nichts Schlechtes sagen soll, lügend hätte ich, wenn ich sage, sie war eine gute Frau. Zänkisch war sie und geizig. Und die Verwandtschaft, die gestern aus Berlin, happig und gierig und hartherzig. Meinen Lohn haben sie mir nur ausbezahlt, weil sie mussten.
weil es nur noch 6 Tage sind bis zum Vierteljahresersten. Sonst hätte ich nichts gekriegt. Und für die Rückfahrt nach Berlin 5er. Für die 4. Klasse wird es gerade bleiben. Aber ich will auch gar nicht mehr. Lieber will ich hier sitzen bleiben und warten, bis ich sterbe. Gott, das ist ja eine Kreatur, die mich leiden kann. Wie heißt du denn, hä? Rollo heißt er. Rollo? Naja, ich habe ja auch so einen sonderbaren Namen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Roswitha. Roswitha, ich möchte Sie etwas fragen. Sind Sie so was, was man kinderlieb nennt? Oh doch, ja. Ja. Kommen Sie, Roswitha. Ich glaube, ich hätte da was für Sie. Es ist da, Herr Baron. Es ist da. Hören Sie es. Kommen Sie, gnädiger Herr. Wir haben heute den Tag von König Grätz. Schade, dass es ein Mädchen ist. Aber das andere kann ja noch nachkommen. Die Preußen haben viele Siegestage. Machst du solche Spaziergänge auch in Kessin? Und begleitet dich Innstetten auch mal und erzählt dir so allerlei? Nein. Innstetten hat keinen Sinn dafür, Papa. Verzeihen Sie, es ist Zeit für Annie. Er denkt an seine Karriere, nicht? Ja, daran muss er doch denken, Papa. Gewiss doch. Aber frische Luft und Bewegung habe ich gewiss genug. Wir haben hinter dem Haus ein Wäldchen, die Plantage nennen wir es. Da gehe ich oft spazieren. Ich und Rollo. Immer Rollo. Komm, Effi, gehen wir noch ein Stückchen. Mich wundert nur, dass er nicht mal Urlaub genommen hat und hier rüber geflitzt ist. Du bist doch schon ein paar Wochen hier. Und wenn man so eine junge Frau hat. Aber Papa, sicher sagt er sich, wenn man zu zärtlich ist. Und dann der Unterschied der Jahre. Da lächeln die Leute bloß. Schließlich will er gut angeschrieben sein. Seine ganze Zukunft. Darauf muss man es ankommen lassen, liebe Effi. Übrigens wollen wir dieses Gespräch für uns behalten. Ja, Papa. Effi, es ist immer schwer zu wissen, was man tun und lassen soll. Das ist auch ein... weites Feld.
Wie bist du nur die lange Zeit ohne mich zurechtgekommen? Schlecht, Effi. Nur keinen Meineid, Herr Landrat. Ach, Effi. Weißt du, dass du eine kleine Kokotte bist? Vielleicht ist das für euch Männer das Beste, was wir sein können. Wir müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nichts. Effi, hast du das aus dir selber? Entschuldige, aber mir klang es, als ob irgendein Don Juan aus dir gesprochen hätte. Wer weiß, lieber Gerd. Ja? Der Herr Major von Krampas. Wenn du nichts dagegen hast. Warum sollte ich? Dann herein mit ihm. Und leg noch ein Gedeck auf, Friedrich. Jawohl, Frau Baronin. Die Herrschaften lassen bitten. Ergebnissen Dank, gnädigste Baronin. Gefrühstückt habe ich schon. Zwischenmahlzeiten bin ich ärztlicherseits verpflichtet auszuschlagen. Für eine Tasse Kaffee besteht kein Hinderungsgrund. Guten Morgen, lieber Insted. Morgen, Kambas. Sie haben gebadet? Ja. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Dieser arme, reiche Bankier. Ich habe davon gehört. Neptun zeigte wenig Respekt vor seinen Millionen. Ja, eine Million Mark. Wenn ich die hätte, lieber Insted, bei Gott, da hätte ich es am Ende wohl nicht gewagt. 9 °C im Wasser. Ihnen ist wirklich nicht zu helfen. Wissen Sie, gnädige Frau, wer für den Strick geboren ist, kann im Wasser nicht umkommen. Aber Major. Zugegeben, für unser einen alles andere als eine herkömmliche Todesart. Doch sei es drum. Und wer seinen Soldatentod sterben will, der muss sich erst beim Fürsten Bismarck einen Krieg bestellen. Das wird seine Schwierigkeiten haben, Krampas. Für Sie doch eine Kleinigkeit. Jetzt haben wir September, in 10 Wochen spätestens ist Bismarck wieder in Varzin und da ein Faible für Sie hat. So werden Sie doch einem alten Kameraden ein bisschen Krieg besorgen können. Der Fürst ist doch auch nur ein Mensch und Zureden hilft. Major, jetzt muss ich einschreiten. Warum beschäftigen wir uns mit Ihrer Todesart? Das Leben ist doch viel näher, oder? Angenommen. Wie wär's mit einem gemeinsamen Ausritt? Ja, mit dem allergrößten Vergnügen. Nur, was meinst du, Effi? Also, ich finde die Idee wundervoll. Gewiss, gewiss. Nur fürchte ich, es wird einige Schwierigkeiten haben, ein geeignetes Reitpferd für sich zu beschaffen. Das lassen Sie nur meine Sorge sein, Insteppen. Abgemacht. Also gut, einverstanden. Danke, Gerd. Schön. Hier draußen soll es Robben geben. Schade, dass ich kein Gewehr mit habe. Die Dinger haben ein festes Fell. Geht nicht. Polizei. Ach, musste nur alles so furchtbar gesetzlich sein. Alle Gesetzlichkeiten sind langweilig. Bravo, Herr von Krampas. Sie kleidet das Krampas. Und Effi, wie Sie sehen, klatscht Ihnen noch Beifall. Wissen Sie, Krampas, Sie haben so etwas wie einen himmlischen Kehrmich nicht dran. Hab ich, Instetten, hab ich. Sie denken, der Himmel wird nicht gleich einstürzen. Nein, nein, gleich nicht. Aber mal kommt es. Ohne Leichtsinn ist das ganze Leben kein Schuss Pulver wert. Und sehr vorsichtig, Effi. Reit nicht so hitzig. Du weißt, Krampas ist ein Draufgänger. Übrigens entschuldige mich bei ihm. Ja, Gerd, das werde ich. Vor Abend werde ich kaum zurück sein. Mhm. Ich habe mir's überlegt, Kruse. Da Major von Krampas seinen Knut mitnimmt, macht es sich besser, du gesetzt dich zur Ägypter, gnädigen Frau. Zu Befehl, Herr Landrat. Du bist doch einverstanden, Effi.
Du willst allein kutschieren, Gerd? Das wird schon gehen. Also, Große, gib Obacht. Und keine Husarenritte. Zu Befehl, Herr Landrat. Na dann. Ja, gnädige Frau, da werde ich mich denn wohl mal umziehen. Aber Achtung, das nenne ich Tempo. Sie erkennen also an, ich habe gewonnen. Neidlos, meine allergnädigste Frau. Danke. Dann gibt es jetzt für Sie kein Ausweichen mehr, Major. Sie kennen meinen Mann länger als ich. Jetzt heraus damit. Was meinten Sie vorhin mit seinem Hang zum Mystischen? Um ehrlich zu sein, ich wollte, Instetten wäre zugegen. Nein, nein, Major. So kommen Sie mir nicht davon. Er ist Ihr Freund und ich Ihre Freundin. Wenn es denn sein muss. Ich erinnere mich an Liancourt und später an Beauvais, wo wir gemeinsam im Quartier lagen. Instetten erzählte mit Vorliebe Spukgeschichten. Sagten Sie Spukgeschichten? Einige von uns fanden das amüsant. Anderen jagt er damit einen ziemlichen Schrecken ein. Und Sie, Major? Ich fand, der gute Instetten mokierte sich über uns alle. Instetten sagte ich, das ist doch alles bloß Komödie. Sie wollen sich interessant machen. Spuk ist was Ungewöhnliches. Und Ungewöhnlichkeiten empfehlen sich besser nach oben, fördern die Karriere. Ich sehe also, Instetten ist ganz der Alte geblieben. Damals Spuk, heute Spuk. Wie erklären Sie sich das? Schauen Sie, es könnte doch sein, Ihr Instetten operierte erzieherisch. Ich verstehe Sie nicht. Wirklich nicht? Eine junge Frau ist eine junge Frau. Und ein Landrat ist ein Landrat. Er kutschiert auf dem Lande herum und dann ist das Haus, wenn auch nicht leer und unbewohnt. Aber solch ein zünftiger Spuk ist dann wie ein Cherub mit dem Schwert. Gieshübel verspätet sich. Penne ich gar nicht an ihm. Übrigens sagte ich dir es schon. Der Fürst kommt in diesem Jahr nicht nach Varzin. Warum nicht? Friedrichs Ruhe scheint ihm mehr zuzusagen. Ja, Friedrich. Der Herr Dr. Gieshübler, Herr Landrat. Nur herein mit ihm. Meine liebe, gnädige Frau. Herr Baron. Doktor. Und hier das Neueste aus aller Welt. Wenn ich bitten darf. Sie verwöhnen mich sehr, Gieshübler. Bitte. Guten Tag, Doktor. Man könnte Sie unseren Maître de Plaisir nennen. Ach, mein lieber Baron, so viel der Ehre. Kessin bleibt eben Kessin. Da freut man sich über jede Kleinigkeit, die einem Abwechslung bietet. Ja, und da bin ich schon beim Thema. Major Crampas hatte einen Plan entwickelt, der, ich gestehe es, meine ungeteilte Zustimmung findet. Er will noch in der Vorweihnachtszeit ein Theaterstück aufführen.
Ein Schritt vom Wege von Wichert. Sie kennen es gewiss, lieber Baron. Bedauere, ich finde die Idee doch kapital. Sie sagen gar nichts, liebe gnädige Frau. Immerhin hat Grampas Sie für die Rolle der Ella vorgesehen. Der ersten Person, sozusagen. Mich? Ja, glauben Sie denn, lieber Doktor, ich brächte das zustande? Wenn jemand, dann Sie, liebe gnädige Frau. Da bin ich gänzlich Grampas Meinung. Tja, und wir, lieber Baron, dürfen uns schon auf einen genussreichen Winter freuen. Treffe ich Sie endlich hier, Signora Carissima. Vergebens promeniert, im Saal gewartet, auf Ihrem Zimmer nachgefragt. Fürchtete schon, dass ein ernstes Unwohlsein. Und ich finde Sie wirklich etwas bleich und abgespannt. Ich bedauere, aber Sie erfuhren ja, dass mein Mann plötzlich abgereist ist. Ihr Mann? Er wird Ihnen morgen oder übermorgen schreiben, dass er schon vorausgereist sei, um irgendeine andere Wasserquelle auf Ihren Goldgehalt zu prüfen. Er wird Sie bitten, sich 8 bis 14 Tage bestens zu trösten. 8 bis 14 Tage? Nun, er weiß ja jedenfalls im Schutz eines Freundes, der sich glücklich schätzen würde, seine Stelle einnehmen zu dürfen, Signorina. Ich bitte Sie, mein Herr, nennen Sie mich nicht länger Signorina. Ich kann das Wort nicht ohne die schmerzlichsten Empfindungen hören. Und namentlich aus Ihrem Munde hat es einen Klang, als ob Sie sich über mich lustig machten oder noch Schlimmeres. Ella. Nein, Egon. Nein. Vergessen Sie alles, was ich je zu Ihnen sagte. Es war eine bloße Laune. Ein wunderlicher Zug war es. Aus dem Regelrechten ins Ungewöhnliche. Aus dem Verkünstelten in die Freiheit der Natur. Aus dem Konventionellen ins Abenteuerliche. Wie soll ich es nennen? Haben Sie einmal etwas empfunden von jener leidenschaftlich wehmütigen Sehnsucht in die blaue Ferne? Dass Sie hätten aus dem Wagen springen und allen Ihren lästigen Besitz fortwerfen und weglos fortstürmen mögen ins Ungewisse hinein? Sie ist reizender als je. Eine Frau freilich soll dergleichen Sturm- und Drang-Gedanken nicht in sich aufkommen lassen. Sie rächen sich an ihr selbst. Aber wenn man jung ist und in der Pension klösterlich erzogen und plötzlich in die große, weite Welt hinausgeführt und doch wieder in die Schranken gebannt, die nun erst recht unleidlich scheinen. Ich will nicht entschuldigen, aber erklären lässt sich's doch, wenn so eine blaue Sehnsucht auch einmal übermächtig wird und in die Tat umgesetzt sein will, was auch daraus folge. Wenn Sie ahnten, wie Sie in meiner Verehrung wachsen, durch das Bekenntnis, dass Sie in sich die Stimme der Natur stärker fühlen, als die gesellschaftliche Regel, die das Weib zur Sklavin jämmerlicher Rücksichten macht. Warum sollte das Weib nicht frei seinen Neigungen folgen dürfen wie der Mann? Dieser Trieb ins Weite, ins Ferne, ins Regellose, in die Freiheit? Er befreit uns von dem Druck der Alltäglichkeit, er führt uns an die Tafel des Genusses, er... Oh, schweigen Sie. Sie zeigen mir nur, wie weit ich mich schon verirrte. Nein, nichts weiter. Sie überschätzen meinen Mut und meine Kraft. Ella. Ich liebe Sie. Du warst entzückend. Und so ziemlich allen hier hast du die Köpfe verdreht. Ach, Gerd, wie du nur sprichst. Ich bin eitel genug. Sieg feiern? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nur seht euch das an.
Aber ich habe es ja immer gesagt, wenn man sich unter die Komödianten begibt. Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben? Die Fahne steht mir weiß und schwarz voran. Dafür die Freiheit meiner Väter starben. Das deutet merkt. Wahrhaftig, das ist was. Sowas hat man in anderen Ländern nicht. In anderen Ländern hat man etwas anderes. Wie jeder will ich so wagen, sei's drüber Tag, sei's heiter Sonnenschein. Ich will ein Preuße sein. Sei's drüber Tag, sei's heiter Sonnenschein. Ich will ein Preuße sein. Ihr Mann ist also unter die Kutscher gegangen. Aus Freundschaft zu Gieshübler, liebe Sidonia. Sie wissen doch, dass der Kutscher sich das Bein gebrochen hat. Ich muss den Leuten recht geben. Der Baron von Innstetten ist der liebenswürdigste Landrat seit langem. Aber dass er sie allein fahren lässt, meine Gnädigste. Sie sind doch bei mir, liebste Freundin. Den Kruse. Ein Priel. Da sacken die ein und sitzen fest. Der Landrat sind gerade noch so durchgekommen. Ein Stück zurück, Kruse. Wenn es nicht geht, dann eben den Umweg durch die Kiefern schon. Befehl, Herr Major. Um Himmels Willen, Krampas, nur keine Gewalttouren. Lassen Sie mich lieber vorher aussteigen. Bitte, gnädiges Fräulein. Was ist denn los da vorne? Ein Priel. Krampas will mit Gewalt durch. Wir müssen umdrehen. Die Schlitten fahren durch die Kiefernschonung. Nichts Besorgniserregendes, Herr Baron. Aber in Anbetracht der überaus zarten Konstitution unserer Patientin rate ich zu einer Eisenwasserkur. Viel frische Luft kann nie schaden. Ich schicke Ihnen das Rezept zu. Sehr, sehr gut, Roswitha. Gib Ihnen Wasser. Gnädige Frau, das wurde für Sie abgegeben. Mhm, danke. Thank you.
Morgen, Frau Landrat. Guten Morgen, Smolinski. Treten Sie näher, meine gnädigste Frau. Was für eine Freude, dass Sie mich besuchen. Es ist doch nichts. Nein, nein, lieber Gieshübler. Ich komme nur zufällig vorbei. Wirklich nichts? Nein. Was sollte sein? Sie wissen, nichts würde mich glücklicher machen, als Ihnen behilflich zu sein. Manchmal wird mir der Tag ein wenig lang. Und dann zieht es mich hinaus. Sie lieben Cassie nicht. Ich merke es wohl. Ich kann es Ihnen nachfühlen. Jugend will Glanz und Schönheit. Und beides kann uns Cassie nicht bieten. Oh, ich verstehe Sie. Aber vertrauen Sie ein wenig auf die Zukunft, meine liebe gnädige Frau. Und man hat doch Zukunft. Das will ich doch meinen. Wenn Sie wüssten, Gieshübler, wie gerne ich Ihnen zuhöre. Aber jetzt muss ich wohl gehen. Leben Sie wohl. Also, Effi, halte dich viel an frische Luft und denke daran, was der Dr. Hannemann gesagt hat. Bleib nicht so lange in Berlin, Gerd, bitte, bitte. Allenfalls 8 Tage, liebste Effi. Abmarsch, Bose. Zu Befehl, Herr Landrat. Aber ja? Zu Befehl, Madame. Wo ist denn Annie Roswitha? Die schläft mir, die Frau. Ich muss dich darauf hinweisen, Roswitha, dass Kruse verheiratet ist. Ich weiß nicht, die Frau. Weiß es. Und handelt doch, als ob man es nicht weiß. Übrigens, der gnädige Herr kommt heute Abend mit dem 7 Uhr Zug. Sag Rose, er soll sich bereithalten. Ja, gnädige Frau.
Guten Tag, Herr Baron. Bisschen blass siehst du aus. Aber es steht dir. Nun bist du auch noch rot. Nun rate, von wem ich dich grüßen soll. Das ist nicht schwer, Gerd. Natürlich von Vetter Briest. Ja, richtig. Und weißt du, was er sagte? Das stimmt was Albernes. Darin ist er groß. Ich zitiere wörtlich. Instetten, dass ich Sie am liebsten fordern und totschießen möchte, das wissen Sie doch, denn Effi ist ein Engel und Sie haben mich um diesen Engel gebracht. Gerd, er ist albrig. Das ist keine Eigenschaft, die wir Frauen lieben. Männer müssen Männer sein. Teufel nochmal. Da muss ich mich aber zusammenreißen. Aber jetzt im Ernst, liebe Effi. Hättest du Lust, in Berlin zu leben? Frau Ministerialrätin zu sein? Gott sei Dank, Gerd. Gerd, 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 Gerd. Was hast du? Also man sollte meinen, die Zeit hier in Kessin war dir nichts als ein Martyrium. Oder? War es etwas anderes? Du fragst, Gerd. Nie bin ich die Angst losgeworden vor dem Spukhaus. Vor dem Alleinsein. Ja, Spukhaus. Was noch schlimmer ist, ich habe es ja glauben sollen, das mit dem Spuk. Denn du bist ein Erzieher, Gerd. Aber Effi. Und deshalb bin ich so froh, so sehr, sehr froh, hier weggehen zu können. Es wird abfallen von mir. Ich werde frei sein. Dankeschön. Wiedersehen. Ja, lieber Gieshübler, nun heißt es Adieu sagen. Aber Sie kommen doch wieder, meine gnädigste Frau. Und wenn es tausendmal so besprochen ist. Ich könnte auch nicht wiederkommen und dann möchte ich doch von Ihnen Abschied nehmen, als wäre es für immer. Aber gnädigste Frau. Und ich will Ihnen danken, Gieshübler. Denn Sie waren das Beste hier. Natürlich, weil Sie der Beste sind. Und grüßen Sie mir Ihre Freundin, die Trippelli. Ich habe in den letzten Wochen oft an Sie denken müssen und an Ihren Fürsten Kutschukow. Aber die Kinder hier weg. Hau los. Ein eigentümliches Verhältnis bleibt es doch. Aber ich kann mich hineinfinden. Und lassen Sie mal von sich hören, Gieshübler. Oder ich werde schreiben. Leben Sie wohl, meine gnädigste Frau. Wieder, wir müssen. Ich in Berlin. Thank you.
Effi, du bist ein kleines Genie. Nein, Gerd. Die Mama. Was wäre ich ohne die Mama? Seht unser junges Lämmchen. Weiß wie Schnee. Also, Kinder, ich wünsche euch viel Glück in eurer schönen neuen Wohnung. Dank dir, Schwiegermama. Dank euch allen. Heute Abend wird es sich zeigen. Was denn, Herr Ministerialrat? Ob es zutrifft, was man sich seit Wochen im Ministerium zuraunt. Die liebenswürdigste Frau sei die Frau von Instetten. Okay, du bist nicht wieder zu erkennen. Bist ja der reinste Kurmacher. Heute, an unserem Hochzeitstag. Übrigens, der Minister schien sehr angetan von dir. Nagi City? Schon auf der Karte rekognosziert, wo Schrimm liegt? Majestät hat seine Bestallung als Amtsgerichtsrat bestätigt. Oh. Nach Schrimm. Oh. Ich verstehe nicht, lieber Geheimrat Willersdorf, was Sie gegen unsere Provinz Posen haben. Na, dann fahren Sie mal hin. Sie kennen doch den Vers, Schrimm ist schlimm. Vor Gasen zum Rasen. Aber weh dir nach Samter. Verdammter! Was muss ich hören, meine Herren? Sie mokieren sich über unsere östliche Provinz. Nur ein Scherz, Wort Exzellenz. Nicht wahr, wird es doch? Schon gut, lieber Innstetten. Ihre reizende Gattin entschädigt für alles. Ich darf Sie Ihnen doch noch eine Weile entführen. Mit dem größten Vergnügen. Kommen Sie, Liebste, erzählen Sie mir von Kessin. Ach, Sie waren in Kessin, lieber Innstetten? Darf man wissen, wo dieses allerliebste Fleckchen Erde liegt? Bravo. Na, lassen Sie, Mann, mein lieber Gizicki. Mein Kessin hat auch seine Reize. Obenan ein Major namens Krampas. Von Familie? Na ja, wie man es nimmt. Ein Phänomen, der Mann. Ein Drittel Bo, ein Drittel Barbarossa, ein Drittel Tenor. Ja, liebste Freundin. Ich bin glücklich, es Ihnen sozusagen vorankündigen zu können. Aber ich muss Sie bitten. Selbstverständlich, Exzellenz. Also hören Sie. Ihre Majestät, die Kaiserin, wird Sie anlässlich der Gründung der Sophie-Charlotte-Stiftung in die Zahl der Ehrendamen einreihen. Was das bedeutet, namentlich für Ihren lieben Gatten? Exzellenz, ich bin überglücklich. Ich weiß, diese Ehre habe ich Ihnen, nur Ihnen zu verdanken. Sprechen wir nicht davon. Sie sind jetzt das vierte Jahr bei uns in Berlin. Sie stehen überall in Gunst, wohin man blickt. Freuen Sie sich darüber. Wie soll ich Ihnen nur danken? Indem Sie gut erholt von Ihrer Kur aus Bad Ems zurückkommen. Oh mein Gott, nein, sowas an ich Ihnen, aber das kommt davon, wenn du immer so herumbalgst. Johanna, hast du endlich eine Binde? Nein. Ich finde keine Binde. Dann suchen im Nähtisch von der Gnädien nach. Mach doch schon! Was ist denn hier passiert? Ach nee, die Herr, sie ist so über das Kratzeis an der Haustür gefallen. Johanna, lauf sofort zu Geheimrat Rumschüttel. Sag ihm, er möchte unverzüglich herkommen. Ja. Mein Liebling, schmerzt es sehr? Na, das ist aber ein tapferes Mädchen. Aber jetzt legen wir uns ganz schnell ins Bett, mein Liebling. Oh, nein, keine Widerrede. Roswicker, sei Anni behilflich. Ja. Innstetten, Ihre Lage ist furchtbar und Ihr Lebensglück ist hin. Aber wenn Sie den Liebhaber totschießen, ist es doppelt hin.
Steht es denn so, Sie oder er? Sie müssen es wissen, Innstetten. Ich weiß, dass ich unendlich unglücklich bin. Trotzdem, es ist weder Hass noch Durst nach Rache, Wüllersdorf. Und dann, ich liebe meine Frau, noch immer. So furchtbar ich alles finde, was geschah. Ich bin doch so sehr im Banne ihrer Liebenswürdigkeit. Eines ihr eigenen Charmes, dass ich in meinem letzten Herzenswinkel geneigt bin, ihr zu verzeihen. Kann ganz folgen, Innstetten. Aber wenn es so steht, und wenn man bedenkt, dass alles Jahre zurückliegt, wozu dann die ganze Geschichte? Weil es sein muss, lieber Freund. Im Zusammenleben mit den Menschen hat sich etwas herausgebildet, das nun einmal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen. Die anderen und uns selbst. Und dieses, wenn Sie wollen, tyrannisierende Gesellschafts-Etwas fragt nicht nach Charme und nicht nach Verjährung. Ich habe keine Wahl. Ich weiß nicht. Sehen Sie, Wüllersdorf. Vor wenigen Stunden hatte ich das Spiel noch in der Hand. Jetzt habe ich in Ihnen einen, verzeihen Sie das Wort, Mitwisser. Damit ist das Spiel nicht mehr in meiner Hand. Ich kann nicht mehr zurück. In mir ruht alles wie in einem Grab. Ich bin, und dabei bleibt es, von diesem Augenblick an ein Gegenstand Ihrer Teilnahme, Wüllersdorf. Und jedes Wort, das Sie mich mit meiner Frau wechseln hören, unterliegt Ihrer Kontrolle. Sie mögen es wollen oder nicht. Habe ich nicht recht? Es ist furchtbar, aber Sie haben wohl recht. Unser Ehrenkultus ist ein Götzendienst. Wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt. Verfügen Sie über mich, Innstetten. Wenn Sie den Nachtzug nehmen, können Sie Crampas die Forderung morgen übergeben.
es richtig war, Luise, ihr auch das Elternhaus zu verbieten. Ich weiß nicht. Aber please, überleg, was du sagst. Sie jetzt hier aufnehmen, hieße doch ihr Tun billigen. Oder siehst du es anders, dann sag's. Wenn du mal deine Zigarren hast. Nein, nein, wir müssen Farbe bekennen, Briest. Vor aller Welt. Wir müssen die Verurteilung unseres einzigen und von uns so sehr geliebten Kindes aussprechen. Ja, das müssen wir wohl. Sie sind schon zurück, Lilienfrau? Weißt du, Roswitha? Ich habe es gar nicht mehr versucht. Die Welt ist zu für mich. Selbst Nachhilfestunden weigert man sich mir zu vermitteln. Das wäre auch nichts für Sie, gnädige Frau. Die Kinder haben immer so fettige Stiefel an. Wenn nasses Wetter ist, das ist immer solch Dunst und Schmog draußen. Das halten gnädige Frau gar nicht aus. Dann kriegen Sie nur wieder die roten Flecken. Und wenn das der Doktor zu wissen kriegt... Alles wäre halb so schlimm, wenn ich wenigstens meine Annie einmal sehen könnte. Vielleicht sollten wir die Frau doch mal an den gnädigen Herrn schreiben. Niemals. Okay. Aber so ganz von selber? Ob es da was wird? Liebe gnädige Frau, welche Freude, Sie wiederzusehen. Womit kann ich Ihnen dienen? Was mich zu Ihnen führt, Exzellenz, ist eine Bitte. Ich habe meine Tochter seit 2 Jahren nicht gesehen. Man liegt, wie man sich bettet. Aber das ist zu arg. Wenn Sie es durch freundliche Intervention ermöglichen könnten, Exzellenz, dass ich mein Kind mit Wissen und Zustimmung aller Beteiligten wiedersehen könnte. Mit Zustimmung Ihres Gemahls, also? Nun... Seine Erziehung geht wohl dahin, das Kind von der Mutter fernzuhalten. Ich fürchte, wir werden es da nicht leicht haben. Ihr Gatte ist ein Mann von Grundsätzen. Und vielleicht hat er recht damit. Sie verzeihen mir diese Bemerkung. Zu meiner Exzellenz, es wäre besser, meine Bitte zurückzunehmen. Aber nein. Ich wollte nur die Schwierigkeiten andeuten, auf die wir stoßen werden. Versuchen wir es. Wir haben morgen einen kleinen Circle, da sehe ich ihn. Übermorgen haben Sie ein paar Zeilen von mir. Ich denke, wir siegen in dieser Sache. Ich danke Ihnen sehr. Annie!
Anni, mein liebes Kind. Wie groß du geworden bist. Und das da, das ist wohl die Narbe von damals. Roswitha hat mir davon erzählt. Nun setz dich und erzähl dir, Mama. Wie geht es denn in der Schule, Anni? Wo bist du am besten? Ich weiß nicht. Worin hast du denn die beste Zensur? In Religion. Das ist doch sehr schön. Ja. Tja, und wie geht es denn Johanna? Johanna hat mich bis vors Haus begleitet. Und warum hast du sie nicht mit heraufgebracht? Sie wartet an der Kirche drüben. Dann wollen wir aber hoffen, dass sie nicht ungeduldig wird, hm? Ich möchte sie aber nicht gern warten lassen. Ich sehe, du bist sehr rücksichtsvoll. Darüber werde ich mich wohl freuen müssen. Trink deinen Kakao, mein Kind. Du hast ihn doch immer so gern gehabt. Danke, ja. Was meinst du? Wirst du mich von nun an öfter besuchen? Oh, gewiss, wenn ich darf. Wir können dann in den Anlagen drüben spazieren gehen. Gewiss, wenn ich darf. Oder wir gehen zu Schilling und essen Eis, Ananas oder Vanille. Oh, gewiss, wenn ich darf. Ich glaube, es ist höchste Zeit, Anni. Johanna wird sonst ungeduldig. Roswitha, begleite Anni bis runter an die Haustür. Was ich getan habe, ich weiß. Aber nein, ich war kein Kind. Ich war alt genug, um zu wissen, was ich tat. Und ich habe es auch gewusst. Und ich will meine Schuld nicht kleiner machen, aber das ist zu viel. Es bist nicht du, Gott, der mich strafen will. Es ist er. Bloß er. Schickt mir das Kind, weil einer Ministerin nichts abschlagen kann. Und er schickt, richtet er es ab wie ein Papagei. Oh, gewiss, wenn ich darf. Ein Streber war ja weiter nichts. Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. Dann hat er den armen Kerl totgeschossen, den ich nicht einmal liebte. Den ich vergessen hatte, weil ich ihn nicht liebte. Dummheit war alles. Ach, ich bin schuld. Und mich ekelt, was ich getan habe. Aber was mich noch mehr ekelt, ist eure Tugend. Als Arzt und als Freund muss ich es Ihnen sagen, gnädige Frau. Was Ihrer Tochter Genesung bringen kann, ist nicht die Luft allein. Vor allem Elternliebe. Sie sieht dahin, ihre Nerven zehren sich auf. Bitte trommle nicht, sprich lieber. Ach, Luise, du weißt schon seit Jahr und Tag, wie ich darüber denke. Nein, nein, dann lieber rumschütteln Sie bleiben. Ich habe keine Lust, bis an mein Lebensende den Großinquisitor zu spielen. Mach mir keine Vorwürfe, Briest. Ich liebe Effi so wie du, vielleicht noch mehr. Aber man lebt doch nicht bloß in der Welt, um schwach und zärtlich zu sein. Und alles mit Nachsicht zu behandeln, was gegen Gesetz und Gebot ist. Und was die Menschen verurteilen. Ach was. Eins geht vor. Liebe der Eltern zu ihren Kindern.
Dann ist es aus mit der Moral und mit dem Anspruch der Gesellschaft. Ach, Luise, komme nicht mit Gesellschaft. Wohin denn, Briest? Wohin schon? Telegramm aufgeben. Effi, komm. Deine Eltern. Ach, Briest. Tag, Willersdorf. Gratuliere zum Ministerialdirektor Innstetten. Danke, Willersdorf. Ihnen glaube ich. Die anderen werden sich ärgern. Na, glücklich sind Sie nicht, wie ich sehe. Was sagen Sie dazu, Willersdorf? Gnädiger Herr, Sie werden sich wohl am Ende wundern, dass ich Ihnen schreibe, aber es ist wegen Rollo. Die gnädige Frau sagt immer, wenn sie ins Loch oder übers Feld geht, ich fürchte mich eigentlich Roswitha, weil ich da so allein bin. Aber wer soll mich begleiten? Rollo, ja, das ginge, der ist mir nicht Gram. Das ist der Vorteil, dass sich die Tiere nicht so drum kümmern. Das sind die Worte der gnädigen Frau und mehr will ich nicht sagen. Und den gnädigen Herrn nur noch bitten, mein Annichen zu grüßen von ihrer treu ergebenen Dienerin Roswitha Gellenhagen. Tja, die ist uns über. Willersdorf, mein Leben ist verpfuscht. Von diesem Gieshübler. Ich lasse mir nicht ausreden. Das muss ein Genie sein. Gut war ja, Papa. Die Goethe selbst. Weißt du, Mama, ich habe nicht viel gelesen in meinem Leben. Innstetten wunderte sich oft darüber. Es war ihm nicht recht. Hm. Das kannst du noch alles nachholen, liebe Effi. Du bist ja noch so jung. Ich erinnere mich. Er las mir abends öfter was vor. In einem Buch hieß es, es sei wer von einer fröhlichen Tafel abberufen worden. Und am anderen Tage habe der Abberufene gefragt, wie es denn danach war. Und man habe ihm geantwortet, ach, es war noch allerlei. Aber eigentlich
haben Sie nichts versäumt. Die Kreatur. Er frisst auch nicht mehr. Ob wir nicht vielleicht auch schuld sind, Briest? Ach, Luise, das ist ein zu weites Feld.